Und alles schön. Die Hand über so. Ja, Superheld. Yes. Voll die krampften Hände. So. Er ist schon wieder zu spät, 10 Minuten schon vergeudet. Was gibt's heute in der Welt, Wolfgang? Diesmal. Überall nur noch Gewalt statt Respekt. Brutaler Mob verwüstete Stuttgarter Innenstadt, Angriff auf Polizisten. Verhöbe ich das? Haben wir da wieder mehr Übergriffe auf Berlins Feuerwehr. Massenschlägerei am Alex, ist das schon auch wieder was. Aber warum? Was war da los? War da Demo oder was? Ja, war überall Demo. Da haben sie wieder auch da die Demo gemacht und dann haben sie geplündert. Da die Nacht hat er mal in Stuttgart der Scheibe eingeschlagen, vermummte. Okay. Das ist ja nicht so schön. Am Alex genau dasselbe. Gut, das war ja auch nicht 48 Stunden in Köln, das war ja online, Alex. Ach so, online, ach so, weiß ich gar nicht. So, Wolfgang, was sagst du dazu? Kleine Kinderrad, Jugendrad, hast du sowas auch gehabt? Hab ich auch früher mal gehabt, ja. Auch ein Herkules? Ha? Auch ein Herkules? Das weiß ich nicht, kann ich dir jetzt sagen, was ich sagen, das ist nicht schlecht. Ja, wa? Mit der Saal rum, bremsen ran. Ja, Lenker. 100 Euro. Das ist zu wenig. Naja, ich kenne ja. Weil das da alles noch fehlt, die Teile kosten ja schon mehr. Ja. Sattelstütze, Lenker, Vorbau, ja, ja, Bremshebel, ja. Lenkergriffe, ja, die kleinen Bremszüge, Bremse. Die kleine Scheiße ist ja auch schon mal teuer. Ja. Das läppert sich auf alle zusammen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Die Pedalen, ja. Hab ich ja, wie gesagt, am Donnerstag, Freitag raus, auf die Rechte, wenn ich da einkaufe, ein und das, was ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, dass am Anfang, ich finde das Telefon, das ist das Mittel, also meine Nichte aus Bamberg, was der Mann wie jetzt, ne? Ich sage, ja, so, du gesundheitlich gehst mir gut, würde, und ich kann nicht machen, dass ich heute rüberkomme, wie es sich mit, ob ich rauskomme hier mit dem Zucker überall, mit dem ganzen Corona, da mit der Maske und so, da verpust wird oder irgendwie was, da, ja. Und das ist es ja. Wisst du was? Der Boska hat ja, der soll ja sein Laden schon, hat schon einer in der Laden schon, der den schon Schaftrop ist da. Ach, hör auf. Ja, ich pack mal aus, Wolfgang. Ich muss erst mal fertig machen. Komm mal nachher rum. Komm mal Zeit. Mach doch mal erst mal dein. Heute ist schönes Wetter, heute sitzen wir draußen. Ja, ist klar. Ja. Ach, heute würde ich groß mal vor. Ich muss dann mal bei Holzmanner hier irgendwann mal. Viele kalte Mittag irgendwo was holen, weiß ich doch nicht. Ja. Aber sonst, ja, das soll ja schön Wetter werden. Ja. Oh ja, 91 Kuhara. Auch schön. Auch gekauft. Gestern. Ich sag mal, das ist mein Problem. Ich kann nur nicht Nein sagen. Wenn er mir immer so was anbietet, muss ich das kaufen. Ne? War halt günstig. War von einem Kumpel. Und ist legal. Ist ganz wichtig. Warum soll ich da Nein nee sagen? Aber ich hab die Hütte voll eigentlich. Eigentlich bin ich total voll. Heute kommt einer die Koffer abholen. Hier. Die zwei. Ja, ganz billig gemacht, ganz billig weg. Und ich habe ja kommentarlos angefangen, dieses Rad aufzubauen. Hier ist ja noch so ein Rad. Ein schönes MBK, also sprich ein Motorbike Cane. Racing Sprint. In einem geilen Farbkombi. Und da habe ich hier eigentlich hier meinen blauen, weißt du noch, mein blaues Laufrad, wo ich die geilen Lager eingebaut habe. Das habe ich hier drin. Und ja, ich werde irgendwann dieses Pitlock-Video machen, aber bitte nicht mehr nerven damit, ja, weil ich mach das schon. Es liegt immer noch hier. Hier irgendwo in der Tüte drin. Hier, da ist das ganze Pitlock-Zeug. Es ist alles da, aber wenn ich das Ding aufräume, in dem Moment, wo ich das hier aufräume und verräume, habe ich das in der Hand und dann werde ich es machen, weil ich... Es kommt. Wenn sich das nächste Mal die Möglichkeit bietet, dann mache ich das. So, jetzt habe ich aber, es gibt schon wieder so viel zu tun. Ich muss mein Auto jetzt erstmal ausladen. Jetzt habe ich das Ding hier am Aufbau und ein anderes Ding noch an der Reparatur.
Hier, das sieht so müllig aus, da ist das andere hat erstmal Priorität und ich mach das, ja, ich mach das, Mann, meine Güte, und ja, meinetwegen, außerdem habe ich das ja alles nur gemacht, um erstmal Bitlock-Set abzugreifen, wisst ihr ja Bescheid, wollte einfach nur mal so ein bisschen haten und so, und dann habe ich jetzt endlich so ein Bitlock-Set, was ich schon immer mal haben wollte, ne, ist natürlich Quatsch, totaler Blödsinn, ich habe das natürlich gemacht, weil es einfach so ist, wie es ist. Fertig aus. Kommt auf alle Fälle das Video, kommt. Keine Angst. Und es ist ja nun mal Fakt, die anderen Dinger waren auch nicht gefaked, was ich gemacht habe. Ich habe das so aufgemacht, weil ich das Set nicht da habe. Fertig aus. An meinem Cube habe ich sowas dran. Kann ich auch nochmal probieren. Da ist es verbaut. Kann ich auch probieren. Hä? Habe ich auch zwar einen Schlüssel hier irgendwo liegen. Da oben liegen sie, hinten, die wenigen Schlüssel. Habe ich auch die Schlüssel da. Also ich benutze das ja auch. So ist es nicht. Ich will das ja nicht schlecht reden oder irgendwas, aber wenn sich sowas ergibt, dann filme ich es halt und nehme das auch mit drin. So dachte ich mir das. Oder? So geil aus, oder? Oder? Das muss auch richtig geschrubbt werden wieder. Das hat der Tag eingesaut, warum auch immer. Die Tretkugel muss ab, ist ja klar. Ja, und das war's. Wie gesagt, Kundschaft jetzt. Jetzt wartet wieder, jetzt mal doch einen Schnellspanner in normalen und ja. Ja, aber mal ohne Quatsch, die Pitlock-Bande, das ist doch Berliner. Das sind doch alle Berliner, wa? Eigentlich. Können wir gerne mal vorbeikommen mit dem Pitlock. Mit einem bestückten Rad. Oder der Pitlock einbauen, fachgerecht. Hinterher heißt es, oh, hat er nicht fachgerecht eingebaut, ne? Oder so. Kann ja alles sein. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich bin ja nur ein dummer Fahrradschrauber. Wer sich wundert, was ich mache, ich mache hier auf die Schnellspannachse ein bisschen Fett drauf. Die Federn habe ich jetzt nicht hier drauf. Weil. Kommt alles noch. Oh, die fliegen hier drin. Mei. Mei, mei, mei. Mein Gummi ab, der ist immer spröde, ey. Okay, jetzt auf alle Fälle das nächste Projektrad hier ist dieses. Was wir dann zu Ende bauen werden. Das geile Verkaufsrad. Ja, okay, jetzt haben wir hier dieses wunderschöne, in Anführungsstrichen, Kinderrad zum Check. Bei der Achse fehlt eine Mutter, das Licht muss festgemacht werden, das wackelt hier, dann werde ich es einmal aufpumpen und das war's. Also das ist auch eine Arbeit, das kann jeder selber machen. Ihr müsst damit nicht in den Fahrradladen kommen. So, das haben wir schon mal. 3 Euro bitte. Danke. Ja, okay. Damit macht man nur wirklich keinen Umsatz. Dabei müsste Sicherheit so viel mehr wert sein.
Kreuzer. Ein Kreuzer, was denn der? Denn so warm eigentlich. Oh, hier fehlt eine Schraube, eine Mutter. Schön, funktioniert überhaupt nicht. Isoliert. Oh. Achtung, das ist nicht schlecht, mach ich mal so. Yay, läuft. Jo, sorry. Ja, gleich. Moin. Moin. Bin immer noch hier. Bist du? Ah, in der Werkstatt, wo soll ich denn sein? Ich habe gerade einen Mann angerufen. Ja? Du hast ihn anscheinend angerufen vor ein paar Tagen. Er hatte ein paar Speichen per Post geschickt. Ja, der Schlüssel ist nicht dabei. Genau, das hat er auch gemerkt und hat es nachgeschickt. Da hat er, das hat er später. Der wollte einfach nur vorbeikommen. Nee, der ist nicht da. Der ist gerade in der Ostsee. Ach so. Ja, also er hat den Fehler selber schon gemerkt und hat ihn nachgeschickt. Na gut, wir gehen zu Barbara. Habe ich mich fast vergessen. Ich wollte eigentlich ohne jetzt schlafen liegen. Und fing mir ein. 11.30 Uhr müssen wir dort sein. Gut. Ja, muss ich arbeiten. Bis später. Merk schon. Schön. Marlies merkt schon. Wo ist ein Anu? Jo, na was soll's, der Thorsten hat mir auf alle Fälle Arbeit mitgebracht und zwar gar nicht mal so einfacher, nämlich die Pellen hier drauf ziehen auf diesen Mavic Elite, Mavic Crossmax Elite Felge und da sind die Pellen drauf. Er hat sich abgequält und er hat in meinen Videos gesehen, dass das immer so leicht geht alles, aber es geht natürlich nicht immer so leicht und nicht bei jedem Modell und nicht bei jeder Felge so leicht. Schon ja nicht, wenn man hier ein richtig geiler Mavic Crossmax hat, war mein Freund, ey. So, muss ich gleich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ein Pur mit Überredungskunst funktioniert das nicht. Also, die eine Seite haben wir schon mal. Das sind bestimmt hier tubeless Reifen. Zumindest kann man die dafür übernehmen bestimmt. Und eigentlich ist es keine Hexerei, bloß das Felgenband sperrt quasi enorm. Weil du kannst nämlich, wenn du die Reifen ohne Felgenband aufziehst, bin ich der Meinung, kriegst du die auch leicht auf. Weil das Felgenband verhindert, dass der Reifen richtig in die Mitte, richtig ins Felgenbett rutschen kann, richtig rein. Dadurch hast du eben dieser Millimeter, diese 2 Millimeter, die fehlen dir dann beim Rüberziehen.
So, schauen wir mal jetzt, wo ist denn das hier? Wo ist das Löchlein? Und dann gucken wir mal. Damit. Zack. Ist das ein kleiner Schlauch, ey? Überleg mal, so wie sein Reifen. Mit so einem dünnen Schlauch. Zack. Zack. So, schau mal. Das letzte Stück hier. Mache ich persönlich tatsächlich mit den Reifen hier ran. Und nichts passiert, siehst du? Alles gut. Ob der eiert, wenn er eiert, nochmal Luft ablassen, nochmal Fett dran, hier an die also Montagepaste. Ah, der eiert total, ne? Also Montagepaste auf, nicht zu knapp. Ja, die Reifen, das kostet ein bisschen was, immer so Reifen aufzuziehen. Ne? Das ist schon ein bisschen mehr Arbeit als für diese normalen Reifen, die du einfach nur aufpustest und das war's. Ne? Die Montagepaste kann man dann übrigens hinterher abwaschen. Das ist halt kein Hit. So, next try. Vier Bar, zack, da war er. Zweimal knacken muss es, hat es. Und dann läuft einmal frei. Ja. Ja, das ist ja so mein Traum gewesen, ja. Also nur mit so einem Rädern, nur mit so einem Material zu arbeiten, tatsächlich. Aber das ist hier in der Gegend nicht. Also da, wo ich herkomme, schon, aber da, hier in der Gegend. Kannst du vergessen, man kommt da mal einer vorbei. So was. Das ist jetzt absolut die Ausnahme, ne? Pelle. Die ist drin, die ist nicht im Weg. Das ist gut. Das ist ja wirklich nicht viel, was hier fehlt. Oh, das ist nicht viel. Das Ding jetzt recht einfach.
jetzt streiche ich das hier immer ein mit den Minuten, mit der Lösung. Also aufgepasst. Mal hier aus der Nähe. Zweimal knacken, Mutter. Zwei Komma fünf. Drei. Drei Komma fünf. Da war der erste. Da war der zweite. Drei Komma acht. Moin. Dann schauen wir mal. Yay. Läuft. Läuft gut, das Lager, wunderbar. Wir packen glücklich sein. Platter Reifen, wie immer, bei einem Rauler. Rauler. Wer ist denn Rauler? Irgendein Rennradfahrer wieder. Ein original Rauler, schön pantografiert. Schön dran. Schaut mal, seht ihr das? Da, an der Stelle. Da ist durch. 8 Bar, 6 Bar Druck, was auch immer. Knackt der Schlauch halt hier durch. Und jetzt sind ja hier scharfe Kanten, ne? Hier links und rechts. Dann hat es scheuert ein bisschen und dann zup, ist die Luft raus. Also. Felgenband erneuern. Schlauch rein. Reifenruf. Dennoch halt den Reifen natürlich kontrolliert, ob da was drin ist. Da ist nichts drin, alles gut. Achso, bei dem Mavic Cross Max habe ich Pedros Reifenmontierhebel verwendet. Diese ganz großen, die breiten. Einfach weil wegen der Kraftverteilung und so. Und an Stabilität nicht zu überbieten. Die Dinger sind von Pedros und ganz geil. Pedro seine. Pedrosses. Zack. Nur wer es wissen will. Keine Ahnung, was die Dinger kosten. Sind natürlich nicht ganz billig. Jo, was ab, Nigga? Ja, ist ein internes Ding, ist jetzt nicht hier rassistisches, ja? Also mit der er hat das N-Wort gegagt. Das ist einfach Menace to Society, das ist so. Wo ist die Paste? Paste. Hat er gestern aufgebaut. Vorgestern, wisst ihr nicht mehr, diese hässliche Mega Range Kassette kommt weg. Mega Range. Wird getauscht gegen was Schmaleres und die Kette wird noch getauscht.
Na? Gut. Oh Mann, ey. Hintereinander weg hier. Alles klar? Fenster auf und los. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? So. Auf alle Fälle, der Kollege hat das Rad gekauft hier für 220 Euro und nicht funktioniert richtig. Hier klemmt mal eben schnell die Schraube, die Schaltung ab. Deswegen müssen wir die Schraube aus diesem wunderschönen Plastikhebel hier mal entfernen. Was ja jetzt eine leichte Sache ist, das ist nun wirklich kein Hit. Ich entferne das Schräubchen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der Umwerfer, dieser XT-Umwerfer, der völlig drüber ist über dem Rad, der haut überhaupt nicht hin mit dem Schalthebel, mit dem absoluten Billo-Schalthebel hier. Ich habe den Eindruck, da stimmen die Abstände nicht, die Schaltabstände. Aber erstmal setze ich den auf die richtige Position. Hey, das war gut eben. Der Junge war ja, als ich mit diesem Rad zu fahren. Was ist denn da los? Kannst du da irgendwas machen, dass es besser wird? Das ist jetzt die Kurzform von dem Hygiene gerade draußen. Ich sage, nee, kann ich nicht machen. Jetzt ja, ich sag mal, man kennt sie halt so, oder? Ken Hill, irgendwas Fahrrad. Ich sag, da kann ich leider nicht machen. Das ist sackschwer, das Rad. Das ist wirklich so schwer. Ich hab das ein bisschen eingestellt, ein bisschen. Was hab ich gemacht? Ja, die Schaltung eingestellt, genau. Weil die Schaltung nicht richtig schaltet und so. Ja, aber das ändert nichts daran, dass er das nicht fahren will, das Rad. Und ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in meine Jugend, wo ich dann auch mal so immer gemeckert habe über das Rad, was man denn so geschenkt bekommt, das erste Rad, so, was man so geschenkt bekommt. Weil Schweine schwer läuft, schwer ist und uncool ist auch und so. Und ja, cool, sei mal dahingestellt, aber mit der Qualität und mit dem Wert steigt auch die Qualität. Ganz einfach. Der Teil. Ja, und das ist es halt, wa? Geil! Ich schau mal auf dem letzten Zentimeter war hier geklemmt, ne? Und schon total ausgefranst hier überall. Alles überall ausgefranst. Wie soll ich den noch verwenden? Den mache ich erstmal neu. Na. Jetzt sind sie ganz Billion Sunrays M4 heißen die. Ja, ganz billige Hebel. Da schraube ich hier diese Einstellschraube vorher raus. Viele nennen den Zug durch und dann den Zug nochmal durch die Einstellschraube hier. Ansonsten quält man sie so und dröselt den vielleicht auf am Ende. Und das soll die sein.
Kleiner Tipp am Rande. Ja, bin gleich da. Ja, also das ist der falsche Umwerfer, das ist ein Downpull. Und der wird Top-Pull gezogen hier. Und das funktioniert nicht. Dabei knickt der natürlich extremst ab, der Zug jedes Mal. Dafür ist er überhaupt nicht geeignet. Also wenn das hier gezogen wird, jedes Mal dieser Knick hier, das macht das nicht gut. Und hier hat nämlich schon mal jemand geflext an dem guten Stück. Hat das einfach B-Flex. Ey, was ist los mit den Leuten? Vor allem an so einem XT-Teil hat er erstmal Ding einfach abgeflex, zack und ab. Jetzt kann ich das wieder so falsch machen. Durch diese Umlenkung, die jetzt abgeflext ist hier, verändert sich auch der Weg, den der Zug, den sozusagen das Schaltwerk zurücklegt. Ja, und diese direkte Ansteuerung da vorne, da macht der viel zu große Sprünge, der Schaltwerk. Und deswegen kann ich das, stimmt das natürlich nicht. Das weiß natürlich auch nicht jeder. Und wenn dann halt einfach so angebaut wird, beliebig und einfach nicht. Kann man nicht machen. Das Schaltwerk ist von hinten hier, das kann man auch jetzt nicht mal mehr verwenden. Als Kettenführung kann man das noch nehmen und das war's. Umwerfer. S-I-S. Schwupp, schon funktioniert's. Ja, okay. So geil. Richtige Umwerfer dran. Moin. Und das läuft. Der, der wird richtig gelenkt. Der Zug läuft nicht so schräg weg hier, so wie vorher, so völlig schräg. Den kannst du von unten über eine Umlenkung ziehen und von oben ist ein Dual-Pull sozusagen. Also neuer Zug ist drin, neuer alter Umwerfer ist drin, fertig. Cookie, hallo, Cookie. Den klassischen Freilauf vom Cookie hier, den kennt ihr ja alle. Den heben wir jetzt hier. So, gut, haben wir. Weg. Kette ab.
ganzes Laufrad von hinten, so für 20 Euro, ne? So. Ja, aber nicht jetzt und hier und auf die ich bin ja auch kein Freund von Wegschmeißen. So. Ja, das ist das Problem. Schon krass. Ja. Dass die Dinger halt so richtig auf. Ja, aber das ist ja nicht kaputt an dem Ding. Das ist nicht kaputt. Na ja, das da. Waschbenzin. Lappen. Draußen. Draußen. Komm runter. Ich muss was unten zusammenbauen. Ach, ein Kinderrad. Naja. Geburtstagsgeschenk. Heute. Was? Geburtstagsgeschenk für heute. Für heute? Ja, heute Geburtstag. Wir hatten einen Geburtstag. Keine Ahnung, irgendein Kind. Und das funktioniert nicht. Ach so. Und das war eine Katastrophe dann natürlich. Ach so. Ist ja klar, muss ja funktionieren. So Geburtstag. Ach, jetzt kann ich mal schon denken, wen das ist. Ja? Ja, das ist von den Schweden vielleicht, von den Schweden. Nee. Nee? Nee. Die nennen das Mädel da. Die hat ja ein Rad von mir. Auch so eins, aber ein Gelb. Ach so. Da ist der Mann auch wieder hier heute? Nee, wieso nicht? Nee, ich hab den. Der Markus, ich dachte noch nur halt, ich hab den da bloß kurz gesehen. Und viel Arbeit heute nicht, wa? Nö, das ist sehr ruhig. Ruhig jetzt wohl. Ja. Ja, schauen wir mal. Wolfgang, man musste so nehmen, wie es war. Ja, heute so morgen so. Genau. Inter mehr, inter weniger. Sieht aus. Jetzt ein paar Tage weniger. Der Anton, der war ja heute Mittag wieder hier. Ja? Aus Indien, da wirst du der. Aus Indien. Arndt. Ja, gestern da hat mir den da vorbeigefahren, da ist ein Trödelmarsch gekommen. War hier auch Trödelmarsch hier am Wasser hier wieder. So, das war falsch. Das Sitte vielleicht. Sitte vielleicht. Sitte vielleicht. Ja. Und, ach so, ja. Und was zum Anmachen. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Wir machen mit die Schuhe, mit die Zeugnisse da. Einen Wind heute in der Gruppe, die Zeugnisse. Morgen kriege ich die andere Gruppe. Ah, hör auf, Wolfgang, ey, es ist furchtbar. Mann, ich bin hoch. Ich muss morgen hin. Ich muss morgen hin wegen Anouk. Eine Stunde ist sie da. Ich muss eine Stunde jetzt da rumgammeln, denn da lohnt sich ja nicht nach Hause zu fahren. Ja. Ich fahre da hin, gebe die ab, dann fahre ich weiter, weil ich habe in Steglitz auch gleich was zu tun, habe mir gleich einen Termin gesetzt in Steglitz. Total geil, dass das geklappt hat, also dass ich deine Wohnung mir angucken kann wieder. Alright, it's finished now. Das haben wir 6 Wochen schon bis zum 10. August. Das ist eine Katastrophe. Nochmal Ferien, ey. Überleg mal, die sind die ganze Zeit zu Hause. Das ganze Jahr sind die bald zu Hause. Also ja. Von Mitte März an, wa? Ja. Hoffentlich hat der seine Prüfung bestanden. Wer? Ja. Ja, da hier, der. Wie heißt der? Wie ist der hier? Achim! Ja, so, ja. So geil. Funzt wieder! Yay! So muss das sein. Service brauchen die Namen ab und zu, ja. Bis dahin und jetzt anrufen. Feierabend.